Ja, hallo, grüß euch, ich bin die Sandra, ich bin Hobbyanglerin, mache das mit viel Leidenschaft und heute zeige ich euch, wie das geht. Einmal mit dem Bladelhaken binden, also Plättchenhaken, und einmal eben mit der Ösen, mit dem Ösenhaken. Ja, beim Plättchenhaken binden ist so, ich mache mir jetzt da einmal eine Schlaufe, lege die über mein Haken drüber, nimm das kürzere Teil und drehe es mehrmals um die längere Schnur sowie um das Hackenende. Also in der Regel mache ich das 6 bis 8 Mal. Aufgrund dessen, dass das jetzt eine dickere Schnur ist, großer Haken, geht das jetzt nicht so gut. Wenn ich das gemacht habe, fahre ich dann durch die Öse durch, ziehe den Knoten an. Ja, und das war es ja schon. Ich meine, die abgestandene Schnur, die schneide ich dann einfach ab. So, und auf der anderen Seite sage ich nur mal, wie das mit dem Ösenhaken geht. Man nehme den Haken mit der Öse, einmal durch die Öse durch. Der Haken wird dann mehrmals gedreht, auch 6 bis 8 Mal, je nachdem natürlich, wie dick die Schnur ist. Fädle dann die Schnur durch das Loch, was dann ganz vorne entstanden ist, einmal zurück. Und macht es fest. Im Endeffekt befeuchtet man das dann Teil, wenn es der richtige Sück hast. Und eben die abgestandene Schnur wird wieder abgeschnitten und das war's somit. Ja, im Grunde genommen ist das jetzt nicht so schwierig. Ich hoffe, euch gelingt der Knoten auch. Wünsche euch nur viel Spaß, bittere Heil und fangt was Gescheites. Ciao!